Hallo und sag mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu God of Wars. Und jetzt wollte ich schon beinahe wieder Dark Souls sagen. Wir sind hier unten im, Gott, im Hexen. Warte mal. Ach, du Jessas. Naja, in der Hexenhöhle. Was ist denn das hier? Okay, wir haben in der letzten, vorletzten Folge die Waldhexe kennengelernt. Nein, in der letzten Folge, genau, in der letzten Folge haben wir die Waldhexe kennengelernt, weil wir ihren Keiler angeschossen haben, wir Bösen. Und jetzt hat sie uns, ja, mehrere Dinge gegeben. Erstens mal einen Kompass, da seht ihr, wir haben jetzt endlich einen Kompass. Super cool. Kann ich da irgendwas machen mit? Nee, okay. Gut, der hat uns einen Kompass gegeben, dann hat sie uns ein Zeichen gegeben, dass wir von Verfolgern nicht gesehen werden können, also von anderen Göttern. Ja, und ansonsten hat sie noch eine haufenweise Zeug, an das wir nicht kommen, noch nicht kommen, oder aber wir werden es mal mit dem Boot versuchen. Vielleicht geht es ja mit dem Boot. Da drüben ist auch eine Kiste. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ja, aber ich glaube, dass Ich kann wir... gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Was für eine Krankheit eigentlich? Nervenkrankheit oder... So, kann ich hier irgendwo anlegen? Ich glaube nicht. Das wäre ja gar zu einfach, wenn man hier einfach anlegen könnte. Ne. Aber irgendwann werden wir da bestimmt noch hinkommen. Da geht es jetzt auch nicht weiter. Also ich glaube, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als jetzt da lang zu fahren. Warte mal, hier rum vielleicht noch gucken. Ja, da geht es auch nicht weiter. Okay, also dann, ich befürchte, dass wir irgendwann über einen anderen Weg da hin müssen. Ja, jetzt aber. Halt dich ran, Kratos. Dann werden wir eben einfach jetzt diesen Weg hier nehmen, der uns angezeigt wird, und folgen einfach mal den, ja, der Hauptquest wieder, was wir ja eigentlich schon die ganze Zeit so machen. Folgen Sie der Anzeige auf dem Kompass bis zu Ihrem nächsten Ziel. Dann machen wir das jetzt mal, Stante Pete. Da Wow. ist der Berg. Sieh mal die Tatsächlich. Nachrichten. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist. Ja. Salz und Fisch, mein Freund. Salz und Fisch. So riecht das Meer. Da sieht man auch schon, ich weiß gar nicht, das sind das Meer. Ja, ne, das sieht schon so ein bisschen nach Meer aus, finde ich. Okay. Ich bin mir Sieh nicht doch sicher. mal, das ist Tor. Tor, Gott des Donners. Genau. Wo? Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Okay. Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Tja, das war wohl der Herr, der uns besucht hat. Ihr habt es mir auch schon in den Kommentaren verraten. In dem Zusammenhang nochmal die Bitte, ihr Lieben, mir keine Story-Spoiler zu schreiben. Aber Baldur, ja, das war wohl der Typ, der uns besucht hat. Spürt keine Schmerzen. Und er hat ja auch von Odin und von seinem Sohn, von seinem Bruder gesprochen, also war das mit Sicherheit Baldur. Und er wollte gegen den, ja, gegen den griechischen Gott kämpfen. Gut, okay, also wir werden es wohl mit Göttern zu tun kriegen. Und jetzt, wo muss ich hin? Das ist ja äußerst beeindruckend. Was ist das da hinten? Lass uns da mal hinfahren. Ich will mal gucken, was da Sache ist. Sehen wir auf der Karte irgendwas? Nö, da ist einfach bloß See. Aber da hinten ist irgendwas. Was ist das? Ja. Was ist das? Ist das eine Mauer? Ich bin mir nicht sicher. Gebaut aus. Was ist das? Ist schon gut. Ich glaube, dass das eine Seeschlange ist. Ach du Scheiße. Das ist mit Sicherheit eine Seeschlange, oder? Das ist keine Mauer.
Okay. Okay, aber es pennt. Na gut, dann lassen wir es pennen. Ich weiß nicht, ob wir gegen das irgendwann mal kämpfen müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier jetzt irgendwo anlegen können. Ich fahre einfach mal so ein bisschen hier entlang und gucke so, was Sache ist. Aber ich sehe jetzt nichts, was irgendwie wie eine Anlegestelle aussieht. Nee, sieht mir nicht so aus. Wir sind ganz schön flott unterwegs mit diesem Boot, stelle ich fest. Was haben wir hier? Ja gut, okay, also nee, das sieht mir alles nicht so aus. Also gut, dann fahren wir eben, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Also gut. Noch etwa 215 Meter. Okay. Oh, jetzt geht's darum, oder wie, oder was? Ich sehe etwas. Die leuchtende... Okay. Die leuchtende Statue untersuchen. Dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, was das hier für ein Ring ist, der da noch auf dem Kompass ist. Das verwirrt mich ein bisschen. Eine leuchtende Statue. Hm. Wow, wer bist du denn? Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Irgendein Ritterriese? Zu erkennen. Oder Riesenritter? Oh. Also dann, drücken wir mal. Oh, dran gedoppt. Und was steht da? Komm, auf. Atreus, was steht da? Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Und dann? Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Atreus. Tun? Oh Mann. Ach, Kratos. Ja, er macht's tatsächlich. Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die Wiege der Welt. Na ja, gut, er kann sie ja wieder zurückholen. Nein. Die Axt kommt nicht zurück. Und was bitte passiert jetzt? Oh, scheiße. Aber eigentlich sollte das ja was Positives sein, wenn man seine Waffe wegschmeißt. Kacke, wir haben diese diese Seeschlange aufgeweckt. Aua! Eieieiei. Was ist das? Ach du Scheiße, müssen wir jetzt kämpfen, wir haben keine Axt. Ach du Scheiße. Die Weltenschlange. Okay. Ich glaube, dann können wir entspannen. Wow. Also super cool gemacht, echt. Ups, dankeschön. Bleib ruhig, Junge. Bin ich. Das ist toll. Spricht die mit uns? Okay. Keine Ahnung. Das war unglaublich. Die Weltenschlange. Schlaf gut weiter. Das ist ein Schiffswrack. Was? Okay. Das ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Ist das Wasser jetzt abgelassen? Als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Vorne fliegt so ein Rabe. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Okay, ja, wunderbar. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus.
So, mal gucken. Ach da, okay. Doc Todesinsel, Doc Eisenbucht, Doc Wachturm. Okay, also hier hat es mehrere Docks. Was haben wir hier? Ach, der Laden. Okay. Region See der Neuen. Da haben wir nur noch gar nichts. Wieso der Neuen? Der Neuen was eigentlich? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Naja, gut. Okay, alles klar. Gut, wir legen dann erstmal brav da an. Und dann gucken wir uns die anderen Docks an. Aber jetzt legen wir erstmal hier an. Und guck mal, was hier so auf Wie lange glaubst du, ist das schon hier? diesem Schiffssache So lange ist. Zeit. Ja, das glaube ich auch. Tempel und Brücke untersuchen. Tempel und Brücke untersuchen. Okay. Okay, das Spiel verselbstständigt sich wieder. Ist das der Weg zum Berg? Ja. Sieht so aus. Das ist schon Das noch ein sind doch der Stückchen. fertige Klotz und sein Sprössling. Und der Brock. Für euch zwei. Hallo. Brock? Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Ja, Und von versuch wegen die bloß nicht, mir Ersten. meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er Okay. will. Unsere Geduld testen. Wow. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Wie hat Die er das werden mich geschafft? prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Okay. Gut, raus können wir nicht. Da ist. Warte, reden wir nicht mit Brock? Doch, natürlich reden wir mit Brock. Ich kann ja eh nicht raus. Aber so ein bisschen hier umgucken sollte doch schon möglich sein. Wie hat der alte Zwerg das geschafft, hierher zu kommen? Wow. Kommt schon her. Ihr Ja. werdet echt froh sein. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon, Brock. Okay, alles klar. Dann mal mit dir sprechen. Fang! Wusch! Der Okay. Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Ah! Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Ach, wie Geht cool. aber nur in eine Richtung. Schade. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. Niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Okay. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Gut, Das okay. würde natürlich nichts bringen. Da ist was dran. Also dann. Gut. Ja, sollen wir jetzt irgendwas craften oder so? Ich glaube im Augenblick eher nicht. Kann ich mich mit dir unterhalten? Mal kurz auf die Karte gucken. Mystisches Tor. Wunderbar. Und da hat es bestimmt noch mehrere, die wir bislang nicht sehen konnten. Allerdings schade, dass das bloß in diese Richtung geht. So, wir können mal Was gucken. darf denn sein? Talisman, Knäufe und Zauber sind jetzt im Laden verfügbar. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Lass mal gucken. So. Talisman. Haben wir da eigentlich schon einen? Talisman, Talismane. Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiver und reduzieren die Abklingzeiten einiger Fähigkeiten. Okay, nicht genug Ressourcen. Kann ich es kaufen? Ich könnte Zauber kaufen. Okay, wo bringe ich die dann an? Also, Warte mal. auch Ja. noch ein paar Weisheiten gefällig? Na, immer her mit Weisheiten, Brock. Jetzt will ich aber erstmal ganz kurz gucken. Bei den Fähigkeiten gibt es doch dieses. Gab es doch dieses Zauber hier. Erfordert Runenkraft. Okay, erfordert Runenkraft. Wo kriege ich die eigentlich her? Wo kriege ich Runenkraft her? Erfordert Vitalität. Guck mal, da habe ich vier. Oh Mann, das wird noch spannend werden.
Wenn ich diese Zauber jetzt kaufe ich mal eine, nur um zu gucken, ob ich dann automatisch das ausgerüstet habe. Lass mal gucken, Zauber. Nehmen wir mal Runenkraft. Wir kaufen das mal. Genau. So. Schließen. Jetzt will ich gucken. Immer wieder gern. Ja. Jetzt raus hier. Nix, wir gehen noch nicht. So schnell kriegst du uns nicht los. Ob ich jetzt bei der Runenkraft Punkte habe. Nee, habe ich nicht. Wo bringe ich diese Zauber jetzt an? Zum Kuckuck aber auch. Fähigkeiten. Ja, spannend. Wo bringe ich diese Zauber jetzt an? Ach du Scheiße. Rüstung. So, habe ich eigentlich irgendwie jetzt noch weitere Symbol der List? Alles klar. Zauberplatz 1. Jetzt habe ich 3 Runenkraft, richtig? Also ich muss es an die Dings anbringen. Ja, genau. Gut. Was habe ich denn an Zauberplätzen? Lass mich mal ganz kurz gucken. Bei der Rüstung hier. Hier habe ich schon eine drin. Hier habe ich jetzt einen Zauber drin. Hier könnte ich noch was machen. Also dann kaufen wir noch einen Zauber. Und was hast du da draußen entdeckt? Her. Zauber. Vitalität. Abklingzeit. Glück. Wo kommen wir denn mal? Abklingzeit. Ah! Ich vergesse immer, dass man da draufbleiben muss. So, ansonsten werden wir, glaube ich, erstmal nicht viel machen. War das etwa schon alles? Ja, immer mit der Ruhe, mein Freund. So schnell geht das nicht. Ich bin eine alte Frau. So. Wir haben einen leeren Zauberplatz und da tun wir jetzt ein Symbol des Trotzes rein. Okay. Beim Sohn können wir nichts machen. Witzigerweise. So, jetzt gucken wir uns die Waffe nochmal an. Tut mir leid, Leute, aber ich muss mir das erstmal in aller Seelenruhe angucken. Axtknauf, da haben wir Stärke plus 1, hölzerner Griff. So, wenn wir mal gucken, vielleicht findet man da einen besseren. Hat er gesagt, es gibt jetzt auch Knäufe, Axtknauf. So, was hast du denn? Gebogener Erholungsgriff, Stärke und Abklingzeit. Austarierte Erholungsgriff, Stärke und Abklingzeit andersrum. Runen 6, Stärke 2, austarierter Kriegsgriff. Also ich finde die Abklingzeit nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also nehmen wir doch den mal. Genau. Gewöhnlich. Naja, ist halt ein gewöhnlicher, aber ist egal. Ausrüsten. Genau. Was sind das jetzt für Zeichen hier? Na, egal. So, können wir denn was verbessern? Clownbogen, können wir da was Was machen? bringt es, Junge? Ne, können wir nichts machen. Schon wieder. Clownköcher. Verkürzt die Pfeilnachladezeit. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Das machen wir. Okay. So. Wunderbar. Jetzt kurz gucken. Geht's weiter oder unterhalb? Nein, nein, ich bin hier noch voll dabei, ey. Die Axt. Jetzt haben wir hier drin. Genau. So. Hört's noch. Gut, okay. Dann sind wir jetzt fertig. Können wir uns jetzt nochmal mit dir unterhalten? Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Gut, da braucht man ja jetzt nichts machen, weil das ist ja so ein One-Way, nur hierher. Kann ich mit dir reden? Ja. Also komm, noch ein bisschen Schwätzchen halten. Wie bist Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten?
Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken. Oh, doch. Nur langsam im Kopf. Na, das schnaubt doch. Wie ich das finde. Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Okay. Hat der Asen gesagt? Ja. Wie die Götter? Ja. Nein. Doch, lüg doch nicht, Kratos. Brock, was weißt du über die Schlange im See? Nur, dass sie verdammt groß ist. Das ist richtig. Klar. Und sonst? Okay. Ja, viel mehr können wir offensichtlich nicht sprechen. Und? Nochmal sprechen? Nein. Gut, also. Er weiß, dass die Schlange groß ist, hat ansonsten keine Ahnung, aber er ist ja auch ein Zwerg. Die haben bestimmt andere Götter und Weltentstehungsgeschichten. So, warte mal, von da sind wir, glaube ich, hochgekommen. Jetzt gehen wir da mal runter. Das ist auch ein Boot. Ist das unser Boot? Nein, das ist nicht unser Boot. Da lag kein Loot. Und? Hey, könnte kostbar sein. Alle Mann von Bord. Galionsfigur gefunden. 1 von 9. So, die Frage ist jetzt, gucken wir uns erstmal diese Anlegeplätze an. Und zum Dock, Wachturm. Okay, wir gucken uns erst die Brücke an. Oder? So in aller Seelenruhe. Gibt's hier irgendwas? Mal einmal rumlaufen? Nö, sieht mir nicht so aus. Hier was machen? Nein. Nein. Wir laufen erstmal die Brücke lang. Glaube ich. Und dann werden wir uns diese Anlegeplätze angucken. Ich vergesse immer, dass ich nach diesen Raben Ausschau halten muss. Hallo, wer seid ihr? Irgendwelche Helden? Göttervater Odin? Wer weiß? Okay. Was haben wir hier? Das drehen wir jetzt einfach mal. Wir wissen, was da oben ist. Tada! Kann ich da... Ja, das wird wohl nicht funktionieren. Das nicht, ist zu weit. Okay, alles klar. So packen wir das Tackebeil wieder weg. Und was haben wir hier? Was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Ein Horn. Ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Hebel aus, die wir sehen. Ja, das was dran? Davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Was ist das? Deine Instinkte schärfen. Ja, ich denke auch, dass es gefährlich ist, da reinzublasen. Vielleicht werden die dann alle lebendig und greifen mich an, aber ich bin neugierig. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ja? Ja, schön. Ich tue es nicht, wenn du es nicht tust. Okay, ich versuch's nochmal. Ich tue es nicht, wenn du es nicht tust. Also gut, okay. Dann lassen wir das jetzt. Das Spiel sagt, wir sollen das jetzt noch nicht machen. Dann gehen wir wieder nach unten. Würde ich vorschlagen. So, ich glaube, von da sind wir gekommen. Dann ginge es jetzt hier weiter. Ja, oder umgekehrt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich renne ich jetzt gerade wieder falsch. Ist auch die Weltenschlange hier, oder? Die da eingearbeitet ist. Oh! Atreus, fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitsmenü verbessert werden. Genau. Sei bereit. Wir müssen kämpfen. Genau. Wir müssen kämpfen. Ups. Die sind ein bisschen stärker hier, oder? Kommt mir das nur so vor? Oh, wo ist noch einer? Wo ist er denn?
Ich habe ihn gar nicht gesehen und mal wieder denke ich nicht ans Glocken. Sollte ich doch eigentlich mittlerweile die explodieren? Zum Berg. Bereit. Glaubt die Spinne? Okay. Wenn hier Gesundheit liegt, brauche ich ja meinen eigenen Boost nicht zu benutzen. Ich benutze ihn trotzdem. Ja. Also viel Gesundheit gibt es nicht und es braucht ziemlich, bis es sich aufgeladen hat. Okay. So. Wer waren die jetzt? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich doch irgendwo so einen Raben rumfliegen sehen. Da vorne fliegt er. Aber ich glaube kaum, dass ich den von hier aus treffe. Oder? Ne, kannst du mal gerade vergessen. Gut, pack das Ding weg. Ich will nicht hoffen, dass noch mehr von denen kommen. Was ist hier los? Ah, Kiste! Neues Dock gefunden. Diese Runen kenne ich nicht. Okay. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Und wo kriegen wir jetzt eine Chiffre her? Naja gut, wahrscheinlich werden wir irgendwo eine finden. Dann kennst du die auch nicht, oder? Holen wir uns mal diese Kiste. Na komm. Yes. Hacksilber. Na, noch eine Kiste. Nur her damit. Hacksilber. Und nochmal ein Aufzug, oder? Wir haben ein neues Dock entdeckt. Welches Dock haben wir entdeckt? Müssen wir gleich nochmal auf der Karte gucken. Wir fahren den See nachher einfach nochmal ab, nachdem er jetzt freigelegt ist. Ah, da ist auch ein Boot. Echt überall Boote. Erstaunlich. Auf der anderen Seite auch noch ein Aufzug. Gleich mal gucken. Gut. Dann darüber. Da hat es tatsächlich auch einen Aufzug. Oh, da können wir schon wieder was runterhauen. Komm ich da hin? Yes! Wunderbar. Und kann ich jetzt diesen Raben da abschießen? Ja, das ist zu weit. Okay, alles klar. Dann fahren wir da runter. Gucken, wo wir da landen. Ob wir da auch ein Boot finden. Nee, da ist eine Kette. Okay. Was ist los? Neues Dock gefunden. Da ist auch ein Boot. Überall hat es Boote. Ist ja der Hammer, hey. Jetzt klettern wir aber erstmal da hoch. Wachturm. Ah, I see. Wusch. Gut, okay. Definitiv. Da liegt Zeugs. Und da hat es wieder eine Kiste. Und irgendwelche... Ach, ihr wieder. Komm, schieß. Und nochmal, Atreus, hol's mir runter. Komm, schieß nochmal. Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben sie. Ja, es gibt alles keine Punkte. Was ist das, eine Schriftrolle? Vielleicht eine Karte? Eine Karte? Vielleicht eine Schatzkarte. Schatzkarte finde ich gut. Königreich des Jägers. Mozognir, Herrscher über Mann und Bestie. Ich besuchte sein Königreich, um zu sehen, ob er alles zum Schmieden der legendären Rüstung hatte. Aber ich sah nur Tod und Leid. Diese Gabe ist für all diejenigen, die unter des Zwergenkönigs Weg zum Ruhm litten. Belohnung, ein seltener Zauber, ein Stück Legierung, 5 Stück festen Stahl und 6000 EPs. Oder 6000 Silber. Okay, Königreich des Jägers. So, und nun? Da geht's nicht weiter. Da. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Keine Chance. Mit diesen Stäben hier. Halt, halt, halt. Gerade, du solltest es schon treffen. Okay, keine Chance. Gut, dann holen wir uns kurz das Loot hier. Und wo muss ich denn jetzt hinschießen? Ah, I see. Okay, alles klar. Ich wette, dass es so ist.
Und? Geschafft, oder? Ja. Okay. Aber du bist nicht auf runtergegangen. So, okay, jetzt mal gucken, was kriegen wir? Nochmal ein Äpfelchen. Ja, genau. Nochmal einen Apfel. Sehr schön. Und wie kriege ich dich jetzt da? Warte mal. Okay, wieso gehst du nicht runter? Vater, sieh mal da oben. Was ist da oben? Was ist da oben? Meinst du dir die Amphore? Oder da oben irgendwas? Ne. Ja, wie kriege ich denn jetzt das da noch weg? Das hier? Wieso gehen diese Stäbe nicht? Schnell, bevor die wieder hochkommen. Ja, genau. Lieber weg. Okay. Gut. Wie geht's hier weiter? Wahrscheinlich erstmal gar nicht. Da müssen wir irgendwie von oben kommen, würde ich denken, oder? Okay. Ich denke, wir gucken einfach die anderen Anlegestellen an. Wenn es hier überall Boote hat. So. Wo ist denn die nächste? Da waren doch mehrere. Darüber. Warte mal, wir sind jetzt hier. Ne, wir sind hier, genau, beim Wachturm. Also fahren wir mal gerade hier so entlang. Und gucken, bis wir die nächste Anlegestelle finden. Die kann ja nur am Ufer sein. Was ist das hier? Fass? Kiste? Hacksel über 290, ich halte es nicht aus. Ist das cool, hey? Stimmt. Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Ah, seine Mutter. Eine Kämpferin. Oh, Hexenhöhle. Sind wir da hergekommen? Das ist die Frage. Oder ist das ein zweiter Eingang? Ich fahre mal rein. Weil möglicherweise ist das der zweite Weg in die Hexenhöhle. Nicht, dass ich jetzt was sehen würde. Vielleicht haben wir jetzt die Chance, an dieses andere Loot zu kommen. Und wenn nicht, fahren wir halt wieder zurück. Kann ja nichts schaden. Und ruhig noch ein bisschen optionale Sachen machen, ja? Vielleicht ein paar schöne Geschichten. Ach du Scheiße. Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Doch. Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz. Und zweckdienlich. Und nach Spaß? Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Genug. Geschichten nur auf dem Boden. Hä? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Okay, aber was ist das hier jetzt? Ah, alles klar. Mystisches Tor. Hierhin können sie noch nicht reisen, aber wir haben es gefunden. Ja, perfekt. Gut, wir haben es gefunden. Und hier komme ich erstmal nicht weiter. Wunderbar, es gibt also mystische Tore ohne Ende. Und das leuchtet so schön. Gut. Viel mehr scheint es ja nicht zu geben, oder? Mal kurz zurück in diese Richtung gucken. Ne, das war hier schon alles. Oder geht es dann auch irgendwo rechts oder links? Also das ist kaum zu erkennen. So dunkel wie das ist.
Mal kurz vielleicht die Karte aufrufen. Ja, da sieht man halt nicht allzu viel. Und was wurde aus dem Hasen und der Schildkröte? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Ach, ein Hase und eine Schildkröte. Der Hase ist sich seines Sieges zu sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Ah, typisch Kratos. Siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Nein. Da hat er keine Kernkompetenz, glaube ich. Nee, das ist auch, da geht's auch nicht weiter. Wir haben ein mystisches Tor oder magisches Tor getroffen. Ja, seine Mutter war sicherlich im Geschichtenerzählen anders. Die wird immer faszinierender. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Statue? Wo ist eine Statue? Ich sehe keine Statue. Genau. Sie konnte kämpfen, sie war gebildet, sie konnte Geschichten erzählen. Diese Frau wird immer spannender. See der Neuen. Okay. Sonst noch irgendwelche geheimen Örtchen hier? Also das Ufer muss man abfahren. Definitiv. Was das ist, würde mich auch mal interessieren. Da können wir aber nichts machen. Neues Dock gefunden. Wo ist das Dock? Du bist doch kein Dock, oder? Nein, du bist kein Dock. Mupsleheimturm. Wo ist das Dock? Irgendwo muss ich doch anlegen können. Da kann ich anlegen. Weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Wir gucken mal. Zumindest looten können wir mal eine Runde. Hacksilber. Komme ich da jetzt schon rein? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Das ist wahrscheinlich auch wieder was für später. Ich komme hier nicht weiter. Okay. Gut, aber wir haben es gefunden und markiert. Das ist schon mal eine Menge wert. Das Wasser gesunken ist und neue Strände freigelegt. Ja, absolut. Wir sollten dort nach Ressourcen suchen. Nein, du fährst in die falsche Richtung, Kratos. Da will ich lang. Genau. Wir wollen das hier weiter abfahren. Das ist schon noch ein Stück. Aber egal. Ist lustig. Das Tor, das wir gerade gefunden haben, hat einen kleinen roten Schlüssel dran. Nach dem Motto, das kann noch nicht benutzt werden. Komm, ist bestimmt auch wieder ein Dock hier, oder? Was ist hier passiert? Schiffbruch. Ja. Ich meine, warum ist das passiert? Ach, du bist lustig. Ey, woher soll ich's wissen? Da fahren wir über die Kiste und... Komm, Hacksilber. Irgendwie vibriert mein Controller wie blöd. Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen. Einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Oh. Wir machen ein andermal weiter. Okay, wo sind wir jetzt? Egal, wir gucken einfach mal. Da hat es echt viele Docks, ja, der Hammer. Ich weiß nur nicht, ob es gefährlich ist, da rumzulaufen. Da ist auch ein Tor. Und irgendwas Schwarzes. Und Sprengstoff, oder? Das sieht irgendwie gefährlich aus hier. Was ist das da? Tja, keine Ahnung, was es ist. Aber es sieht gefährlich aus. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Ja, aber erstmal eine Chiffre finden. Ja, neuen Ort gefunden. Genau. Wir drücken mal. Dann wissen wir, dass hier auch ein Tor ist, das wir aber noch nicht benutzen können. Perfekt. Mystisches Tor. Ja, ich weiß, dass ich da noch nicht hinreisen kann. Aber darum geht es mir auch erstmal gar nicht. Ja, wir brauchen eine Chiffre. Ich kann sie nicht lesen. Ja, das weiß ich doch, Schatz. Also gut, gehen wir eine Chiffre besorgen, wo auch immer.
Okay. Das ist eine echte Entdeckungsreise heute. Nur aufpassen, dass ich nicht in die falsche Richtung fahre. Ich glaube, ich will diese Richtung, oder? Ja, genau. Mal kurz geguckt, da drüben ist auch eine... Ja, die Richtung scheint zu passen. Mal zurück zum Ufer, damit wir auch keine Anlegestelle verpassen. Als das Pferd den Pakt mit dem Jäger einging? Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Oh. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Oh oh, was ist das Gelbe da? Was ist das? Okay. Da können wir anlegen. Da vorne. Dann machen wir das auch mal. Da ist wieder ein Fass, oder? Und? Wie viel? Es lohnt sich, Fässer zu überfahren. Definitiv. Ah, da ist was zum Lesen. Ist doch ein Dock hier, ja. Da, wo die weißen Fahnen sind, scheint mir... Hey, sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Wo ist eine Feuerschale? Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Mach mal. Der arme Ritter hat gar nichts. Ich dachte, du liest vor. Oh oh. Oh! Jetzt aber. Ich hätte mal blocken können. Kommt mir gerade so. Wer schießt hier mit Feuer? Ach, da ist noch so einer. Komm her. Los. Und schieß. Jetzt. Und nochmal. Oh. Wo kommst denn du jetzt her? Ist das? Nee, aber auch. Da hat es noch welche. Da ist noch einer. Hallo. Mein Gott, dass die explodieren müssen. Haben wir alle? Komm, schieß. Jawohl, sehr schön. Haben wir alle? Ich hoffe, oder? Gut gekämpft, ihr zwei. Was? Was ist das denn? Ein Geist. Ein Geist? Und ihr hört euch auf. Hallo. So schüchtern. Ja, hallo, Geist. Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Cedr und Hillläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Okay. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Gerne. Nicht, dass wir das beabsichtigt hätten. Andere Geister. Nein, du bist der Erste. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Ach du Scheiße. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Und was habt ihr zu klären? Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen. Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Okay. Lebt wohl. Und jetzt vergehst du? Kriege ich jetzt eine Belohnung? Ja, vielseitiger Kriegergriff, gewöhnlicher Axtknauf, erhöht Stärke, Abwehr und Glück. Okay. Wow, er ist verschwunden. Ja, das Problem an der Geschichte ist, welchen haben wir gerade ausgerüstet? Den mit der Stärke und der Abklingzeit. Ich glaube, den lasse ich mal. Uns nicht ablenken lassen. Genau, wir gucken hier jetzt erstmal weiter. Wir haben den Geist befreit. Cool. Und da sind noch mehr. Komme ich hier irgendwie rum? Ja, da bräuchte man irgendwas, was explodiert, oder? Ich schmeiß mal mit der Axt drauf. Ja, das war mir klar. Dann können wir erstmal hier nichts machen, oder? Hm. Ich glaube, hier sind wir durch. Da komme ich nirgends hoch. Ach, guck mal, die Weltenschlange. Hallo. Wo
und sie schnauft und pennt. Ja, ach guck mal, da ist auch so ein blöder Rabe. Odins Auge. Okay, ich denke, wir fahren einfach weiter. Nein, wir haben eine Dreiviertelstunde. Ich denke, wir machen Schluss für heute, ihr Lieben. Genau, für heute soll es das gewesen sein. Wir haben viele neue Gebiete entdeckt, haufenweise Anlegestellen und da wird es in der nächsten Folge sicherlich nicht langweilig. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch natürlich einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!